Äpfel sind relativ voll. Es könnte Wolle sein oder Öl. Aber beides kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh, es war Nahrungsmittel. Was ist mit Öl und Wolle? Leute. Den machen wir es anders. Dann baue ich jetzt hier noch ein Lagerhaus. Einfach nur, weil ich es brauche. Oh, und ich muss hier mal die Sperre einfügen. Wir brauchen außerdem noch einen weiteren Architekturposten hier vorne. Das Lagerhaus an sich. Wo ist das? Da. Kommt jetzt hier mit hin. Und dann sagen wir im Lagerhaus bitte nichts annehmen, außer Wolle und Olivenöl. Und beides nur bis zur Hälfte. Und alles, was dann überschüssig ist, in den anderen Lagerhäusern wird hier rein transportiert. Alles ist gut. So. Wolle wird hier unten verkauft. Noch ein Löcher. Kupfer haben wir bekommen. Das ist auch super. Wir haben viel zu viel Geld gemacht. Ich mache jetzt erstmal den Wolleverkauf aus. Dann bringt ihr das hoffentlich zurück in die Lagerhäuser. Denn unsere Schäfer sind nicht ganz so fit, was das Schafehüten angeht. Also bauen wir jetzt noch ein paar neue Schäfer. Wollsammelstellen. Die nemeischen Spiele beginnen. Das ist schön. So, weitere Schäfer, Schafe. Schäfer haben wir genug. Okay. Mehr geht nicht. Jetzt rennt ein Schaf durch die Stadt. Das ist aber schön. Okay, mehr Schafe gehen tatsächlich nicht. Schade. Fügen Sie neue Schäfer hinzu. Nö, das mache ich nicht. Denn haben wir jetzt genügend Schäfer, die das Ganze fertig machen. Wir kriegen noch mehr Wolle, die wir dann an unsere Leute verkaufen können. Wolle ist offensichtlich angekommen. Oder Öl. Nee, es war Wolle. Sehr gut. Die wurde hier reintransportiert. Es wurde aber auch Zeit. Und ihr habt jetzt wieder Probleme, ja? Die Attraktivität ist nicht schön genug. Ach, meine Lieben. Eine Allee gibt's mit dazu. Deswegen habe ich doch hier extra Platz gelassen. Nur für euch. Sehr schön. Was habt ihr? Ihr braucht noch Wolle. Ganz klar. Auch ihr braucht Wolle. Weiß nicht, wo ist denn der Karrenschieber jetzt? Der ist da. Aber der läuft wenigstens nicht durch die komplette Stadt. Der läuft wirklich nur darum, wo er langlaufen soll. Und wenn ihr jetzt noch Öl bekommt, ist alles gut. Genauso sieht's aus. Ihr braucht Attraktivität, natürlich. Wir können auch ein Zufriedenheitsdenkmal gleich hier vorne mit hinbauen. Das wird dann die Leute befriedigen, die auf dieser Seite wohnen. Oder... Nee, ich baue es mal hier. Nee, da will ich ein Theater hin haben. Okay, da geht's hin. So, wie sieht's aus mit den Arbeitskräften? Aktuell ist der Arbeitsmarkt gut. Also reich gesegnet mit Leuten. Wir bekommen immer mehr Leute, die bei uns arbeiten können. Und irgendwann haben wir einfach keine Probleme mehr. Wenn die jetzt noch Olivenöl bekommen und das Theater, dann sind sie glücklich. Immerhin gibt es zwei kulturelle Gebäude hier schon. Die beiden Stadion gibt's auch, das darf ich nie vergessen. Talos bedroht Sidonia. Höchst ehrenwertes Oberhaupt Biso, ich fordere das. Von Sidonia, schlottere vor Angst. Das verhasste Ungeheuer Talos greift meine Stadt an und ich brauche innerhalb von 4 Monaten Truppen von ihnen, um die Bestie zu überwinden. Halle des Jason, oh großes Oberhaupt Biso. Sie können jetzt die Halle des Jason bauen und dann den berühmten Helden in ihre Stadt rufen, um gegen Talos zu kämpfen. Halt, Optionen, Geschwindigkeit runterdrehen. Ich dachte, die Halle von Jason ist noch da. Den haben sie die abgerissen, die Bösewichte, die. Ich hoffe, wir haben jetzt noch alles, was wir brauchen für Jason. Ja, haben wir. Okay. Innerhalb von 4 Monaten ein paar Truppen. Das wird nicht leicht. Kann ich jetzt im Moment nicht versprechen, weil ich nicht weiß, wann Jason kommt. So, wir haben jetzt Jason gerufen.
Ich hoffe, der ist schnell unterwegs. Artemis schon wieder. Was will die denn andauernd beim Tempel der Athene? Verdammt, 20 Marmorplatten fehlen noch, 8 Ladungen Holz und 8 Skulpturen. Holz haben wir genug, Skulpturen kommen. Und Marmorplatten, wie sieht's da aus? Wir verkaufen ja aktuell keine. Oh, sehr gut. Wir können wieder welche verkaufen. Na denn, Kalidöner. Weg mit den Marmorplatten. Sieht gut aus. Wir können sogar noch weitere Heiligtümer bauen. Juhu! Sobald Jason da ist, werden wir ihn auf die Jagd schicken. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Ich lasse es aktuell noch sehr langsam laufen. Zur Gottheit. Und da muss ich mal gucken, wo sehe ich das denn? Forderung, Sidonia. Hopliten. Phalangentruppen? Keine. Reitertruppen? Okay. Andere Truppen, Helden? Keine. Aha, da kann ich den also auch mit anklicken. Vor Anker. Alle anwerben. Abbrechen. Naja, ich bin gespannt. Wie lange haben wir noch? Steht das hier irgendwo? Nee. Kolonie. Auf eine Forderung klicken, um sie zu erfüllen. Oh, es wird noch eine Weile dauern. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Jason, angeworben. Gut, die anderen kann ich nicht anwerben. Losschicken. Los, Jason. Lauf. Kaum ist er da, schon darf er wieder los. Gegen Talos ist er das einzige Mittel. Auf das unsere Festung, wollte ich gerade sagen, unsere Provinz dort nicht erobert wird. Gut, hier ist alles soweit in Ordnung. Dann 70.000 haben wir jetzt auch an Drachmen. Müssen wir gucken, dass wir noch irgendwie weiterkommen. Was waren noch die Aufträge? Citaeron regieren, genau. Das Heiligtum wird gebaut, also geht es nur noch um Citaeron. Speichern unter LP03 und dann zeig mir Citaeron mal her. Diese Stadt plündern, diese Stadt erobern. Damit geht's nicht. Mythologische Kriegstruppen. Spartaner des Ares und Wache des Ares. Unterstützung von Verbündeten und Untertanen. Knossos. Losschicken. Ja. Auch ich werde ihrem Ruf zu den Waffen folgen und mit ihren Männern in den Kampf ziehen. Okay, Ares kämpft an ihrer Seite. Auch ich werde und so weiter und so fort. Ihr habt's gehört. Sehr schön. Also gehen sie jetzt alle los. Oh, wer hat denn hier einen Segen runtergelassen auf meine Farm? War das etwa die gute, wie heißt sie noch? Ja, die war das bestimmt. So, damit sind unsere Truppen unterwegs. Er läuft los. Unsere Truppen sind wahrscheinlich schon da, die werden immer nie angezeigt, deswegen generell bin ich von Zeus und Poseidon jetzt, was die Grafik angeht, nicht ganz so begeistert. Ihr merkt selber, das hier finde ich jetzt nicht unbedingt so hübsch mit diesen schräg gebauten Säulen. Alles ist auch relativ wabbelig und komisch gezeichnet. Das war tatsächlich in Caesar 3 und in Pharao irgendwie angenehmer, auch wenn das wahrscheinlich plastischer war. Und dann natürlich auch, dass die Wachen und so nicht richtig angezeigt werden. Das kann natürlich auch immer an Anzeigefehlern meinerseits liegen, dass der PC vielleicht irgendwas nicht wiedergibt und so weiter und so fort. Möchte es gar nicht nur auf das Spiel schieben, aber gehe im Großen, Groben und Ganzen davon aus. So, da haben wir jetzt wieder Wolle. Es wird noch mehr Wolle dazukommen. Wir können alle Leute mit Wolle versorgen. Ach so, die haben sich deswegen nichts geholt, weil die gar keine Straße hatten. Die ist ja noch gar nicht angeschlossen. Warte mal. So. Eingestürztes Gebäude. Oh, Ehrenwerte wieso Zimt. Das war der Brunnen. Oh. Sowas darf nicht passieren. Unter keinen Umständen. Also einen neuen Brunnen. Wir müssen dann später hier noch irgendwo
ein weiteres Architekturbüro hinsetzen, obwohl wir hier eins haben. Aber der kann wahrscheinlich nicht überall rumlaufen. Und wir haben auch nicht viele hier oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, gucke ich nachher mal. Jetzt muss ich mich erstmal weiter um diese Seite kümmern. Wir brauchen eine Straße, eine Anbindung zur Straße. Und das machen wir folgendermaßen. Wir ziehen jetzt einfach hier rüber, stellen die Straßensperre hier vorne mit hin und reißen diese Straße wieder ab. Sehr schön. Gut, dann können die jetzt auch dort alles holen, was sie brauchen. Bevölkerungszahl erreicht. 5000 Personen. Bereits 5000 Menschen nennen diese Stadt ihr Zuhause. 11% Arbeitslosigkeit. Das ist nicht mehr ganz so fein, aber da können wir jederzeit gegenwirken. Ich brauche bloß einen Triremenhafen zu bauen. Sidonia zahlt Tribut. Auch Knossos zahlt Tribut. Das ist aber nett. Es ist toll, auch mal der Herrscher zu sein, der den Tribut einfordert. Kommt auch nicht immer vor. Und jetzt, wo wir genügend Arbeitskräfte haben, die wir anwerben können, werden wir auch weitere Farmen bauen. Das heißt, wir brauchen erst einmal... Prachtstraße bringt mir nicht viel. Bauen wir mal ein paar Blumengärten. So, mit purer Absicht, weil ich dahinter gleich die Farmen setzen möchte. Farm. Für Weizen. 1, 2, 3. So, das ist schon mal wichtig. Dann auf jeden Fall auch einen neuen Architekturposten, dass wir die nicht gleich einstürzen. Sonst ist hier alles soweit in Ordnung. Wie sieht jetzt die Arbeitslosigkeit aus? Noch 10%. Ist wieder in Ordnung. Ist wieder gesunken. Die können wir noch weiter runter senken, denn die hier werden sich auch gleich entwickeln, sobald sie ihr Olivenöl bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ist denn das Lagerhaus für Olivenöl? Oh, warte mal. Ich habe jetzt lauter Reben, aber ich habe noch gar keine Verarbeiter von dem Olivenöl. Fällt mir jetzt ein. Die können noch gar nichts verarbeiten. Ach, also. Werkstätten, Olivenpresse. 1, 2. Erstmal 2, 3. Sehr schön. Und dann dürfen die Leute die Oliven endlich mal wegbringen. Es tut mir leid, ich habe nicht an euch gedacht. Aber das verringert die Arbeitslosenquote auch gleich nochmal auf 7%. Das ist super. Gut. Wenn die hier wachsen, dann wird es natürlich wieder schwieriger. Aber aktuell haben wir auch gar nicht so viel Olivenöl. Deswegen war es ganz gut, dass wir dafür gesorgt haben, dass Neues dazukommt. Denn die hier haben so ziemlich das letzte bekommen, den letzten Rest. Hier wird auch noch Wolle verkauft. Oh, und das scheint schon so gut wie fertig zu sein. Wird gerade gebaut. Noch 4 Marmorplatten, dann sind die durch. Wie sieht's aus? Holt sie gerade Olivenöl? Oder Wolle? Oder Essen? Oder? Das dürfte ein Nahrungsmittel sein. Okay. Gut, die Stadt wächst und gedeiht. Sie haben Citaeron erobert. Obisu, Kriegsherr ohnegleichen. Unsere Armee hat in Citaeron gesiegt und das Stadtoberhaupt Agave ist beschämt. Beschämt ohne Ende. Citaeron ist nun unser. Um unseren Sieg zu feiern, können Sie ein Denkmal errichten. Datei, Spiel speichern unter LP01, denn das Heiligtum oder 05 ist auch fast fertig. Dementsprechend wird jetzt gleich der Sieg der Mission kommen. Citaeron regieren. Das sind jetzt Vasallen. Und das eine Heiligtum. Tüm, genau. Heiligtum fehlt noch. Ach, nee, Leute. Okay, dann können wir die Geschwindigkeit jetzt wieder hochstellen. Der Rest ist soweit in Ordnung. Was bringt ihr da? Eine Ladung Oliven. Ah, für die hier. Aber ich hätte gedacht, dass die Oliven schon da hatten. Naja, ist egal. Sidonia schätzt sie mehr. Ich, Fuadas von Sidonia, bin von ihnen mehr angetan als bisher, da ihre Truppen rechtzeitig eintrafen, das Ungeheuer Talos zu besiegen. Na gut, Truppen. Jason traf ein, sagen wir es so.
Laube der Athene fertiggestellt. Sie haben die große Athene, die Göttin der Krieger, der Handwerker und der Weisheit, durch den Bau eines Heiligtums in ihre Stadt gezogen. Inspiriert durch ihre Anwesenheit sind die Soldaten der Stadt stärker geworden. In der Nähe ihres Heiligtums ist ein Olivenhain gesprossen und sie hat versprochen, die Stadt persönlich gegen innere und äußere Gefahren zu verteidigen. Ach Gott, ist ja süß. Das ist aber ein kleiner Olivenhain. Naja, sie sind da. Ist auch okay. Und die Leute bekommen Öl, dementsprechend kommen mehr Leute in unsere Stadt. Irrsinnige Frauen, die sich Mänaden nennen, haben trunken des Weines mit Wonne die Leiber ihrer unschuldigen Opfer in Stücke gerissen. Nach ihrer Invasion mussten diese Dienerinnen des Dionysos den Berg Citeron verlassen, wurden in ganz Griechenland verstreut und setzten ihre Schreckensherrschaft fort. Das auch noch, also werden wir nie Ruhe vor denen haben, oder wie? Die Angst lähmt fast ganz Griechenland. Die Mänaden sind überall und legen in ganz Griechenland Städte und Trümmer. Jetzt hat Dionysos seine Mänaden zum Angriff auf Theben gesammelt, um sie für die Zerstörung ihrer Heimat zu bestrafen. Wenn wieder Normalität einkehren soll, müssen sie diese schrecklichen Ungeheuer irgendwie töten und den Völkern Griechenlands das Gefühl der Sicherheit zurückgeben, damit Handel und diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen werden können. Okay, das heißt, wir müssen das Ungeheuer töten, anschließend 11 Handelspartner holen. Die Bevölkerung von 4000 haben wir aktuell, aber ich denke mal, da wird irgendwas anderes wieder meine ganzen Einwohner kaputt machen. Gut, dass wir noch das ganze Geld haben. Und ein Jahresgewinn in Höhe von 2000. Durch den Handel schaffen wir das auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns dann also im nächsten Part und gucken uns in Ruhe an, wie die nächste Mission in Mänaden oder mit den Mänaden läuft. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.